So, hallo zurück beim Hype the Time Quest Let's Play. Und wir haben hier gerade von einem kleinen Mädchen den Hinweis bekommen, dass irgendwas mit diesem Brunnen nicht stimmt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und tatsächlich, das ist ein Knopf. Alles klar. Ja, also stimmt wirklich was nicht mit diesem Brunnen. Das kann ich sagen. Oh Gott, da will ich nicht runterfallen. Uah. Okay, da fällt mir direkt dieser blaue Knopf ins Auge. Aber sonst ist hier... Oh! Hier hat mich gerade ganz schön überrascht. Ich weiß nicht, am besten würde man die, glaube ich, mit dem Bogen kriegen, aber... Ich will die einfach im Anflug mit diesem... Ja, genauso. Genauso. So, dann gucken wir mal den Knopf an. Aha. Oh, okay. Warum bin ich da jetzt runter? Hä? Nicht. Okay. Das ist jetzt blöd, vor allem, weil ich das letzte Mal gespeichert habe. Das war, glaube ich, da im Wald. Ja, bei 16 Minuten, das ist die ganze letzte Folge her. Gut, das ist natürlich schön. Ich würde sagen, die Feinde sind dann immer wieder da. Ja, ich lasse die jetzt mal. Ich würde sagen, dann versuche ich mal schnell gerade wieder auf den Stand zu kommen, den ich eben hatte. Und ja, mach das irgendwie in der... Man wagt sich nicht ungestraft in unserem Wald. Das schnell vor, weil ich meine, also ich mache jetzt dann dieses Rennen nochmal, was wir in der letzten Folge dann hatten. Ach komm schon. Und ja, red nochmal mit den Leuten, mit denen ich jetzt geredet habe. Mach das jetzt dann sozusagen alles einmal im Schnelldurchlauf. Versuche kein Honig-Ding hier zu übersehen. Und melde mich dann, oder ja, beziehungsweise mach das einfach im Schnelldurchlauf und dann mache ich wieder normal weiter, wo wir auch waren, in diesem komischen Brunnen. Gut, dann bis gleich. Ja, ein Nachtrag von mir, das hat leider nicht so ganz geklappt, wie es sollte, denn ich habe leider in der Eile beim Händler mir aus Versehen dieses grüne Kraut gekauft, obwohl ich es mir gar nicht kaufen wollte, und dann hatte ich kein Geld mehr für das Rennen. Ja, das hat dann alles so ein bisschen durcheinander geworfen, aber das wird sich im Laufe der Folge noch regeln, das werdet ihr dann sehen. Gut, ja, und sonst geht's dann jetzt einfach weiter. So, und da wären wir wieder in dem Brunnen, der uns ja irgendwie hier gerade ganz schön in die Misere gebracht hat. Ja, ich habe jetzt, weil ich mich einmal verklickt habe und aus Versehen bei diesem Wucherhändler mir Kräuter gekauft habe, hatte ich jetzt kein Geld mehr. Das ist eigentlich ganz gut, da können wir mal gucken, was da oben ist. Ah, okay, das fährt dann da hoch. Und dann geht's damit weiter zu einer Kiste. Okay. Hatte ich dann nicht mehr genug Geld für das, was wir sonst so gemacht, also beim letzten Mal gemacht hatten. Jetzt habe ich gerade schon wieder einen Pfeil verhauen. Och, ich habe nur noch 6. Ja, und also jetzt konnte ich dieses Schuhrennen also nicht mehr machen. Müssen wir gucken, ob wir jetzt irgendwie schnell noch Geld zusammenkriegen. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Man reist hier ja durch die Zeiten.
Und ich weiß nicht, inwiefern ich dann... Oh, ich muss auf den Beamer. Schon wieder. Ich will immer Leertaste drücken, um irgendwo hochzuspringen. Aber Leertaste ist hier nicht springen, sondern interagieren bzw. angreifen. Das ist halt... So, die Frage ist nur, bevor ich das jetzt hier mache, kann man noch mal irgendwie schnell speichern jetzt, wo ich hier bin und wieder alles geschafft habe? Nicht, dass ich da gleich wieder... Ich meine, das war wahrscheinlich ein Bug, also... Das war ja irgendwie nicht gewollt, denke ich mal, dass man da so stirbt. Hallo, kann ich da bitte... Oh, danke. Sonst könnte man halt noch von da hinten... Nee, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also was sein kann, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mich da draufstellen muss, dann auf diesen Knopf schießen muss, um den so zu aktivieren. Oder er aktiviert sich anscheinend auch von alleine, wenn ich da drauf bin. Oder jetzt auch einfach nochmal Zeit. Okay. Gut zu wissen, wir auch, ob es Fallschaden gibt, weil dann würde ich die Fledermäuse oben sozusagen immer aktivieren, dass die mich verfolgen und mich dann runterfallen lassen. Oh, Mann, die Steuerung macht es einfach nicht einfach. Ja, weil ich halt wirklich nur noch diesen einen Bolzen habe für die Armbrust und den, ja, keine Ahnung, muss jetzt nicht sein, dass ich den für so eine Fledermaus verschwende. Die kann ich dann lieber mit dem Schwert einfach im Nahkampf normal erledigen. So, jetzt aber. Geht doch. Und jetzt gucken, dass ich die Fledermäuse möglichst direkt irgendwie, vielleicht da rein? Oh, schön, okay. Da ist nochmal irgendwie... Oh, ich würde... Das wäre jetzt halt so ein Moment, wo ich einfach gerne speichern würde. Oh Gott, ich will da nicht. Ich... Oh, nee, das ist nichts für mich irgendwie. Ich mag... Ich hab immer zu viel Schiss, bei sowas zu verkacken. Oh. Gott, Jump'n'Runs mit so einer Steuerung auch noch. Nicht schön. Aber Geld, wie viel? Kann ich das irgendwo sehen, wie viel Geld ich habe? 50. Gut, dann hätten wir genug für das Rennen. Das ist natürlich sogar echt ganz schnieke, ist das. Fledermäuse sind jetzt noch nicht aktiv geworden. Müssen sie auch von mir aus nicht. Autsch. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Perfekt. Oh, Glück gehabt. Sonst müssten wir das immer noch alles nochmal machen. Also es ging jetzt auch eben. Ich bin da jetzt dann relativ schnell durchgerannt. Ja, hab das dann ja auch jetzt im Nachhinein nochmal nachkommentiert. Habe ich mir zumindest eben gedacht, dass ich es vorhab. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch gemacht. Weil gab es dann ja nochmal so ein, zwei Probleme. Ja, mal gucken. Oh, nee. Mal gucken, ob ich das alles gemacht habe. Ja, aber das ging dann jetzt auch relativ schnell. Ich meine, das hat dann vielleicht nochmal 5 Minuten gedauert. Dann war ich wieder auf dem Stand, wie den wir hatten. Ich bin dann ja durchgegangen, habe mir keine Dialoge mit angehört und so. Kannte ich dann ja alles. Und hey, Jump'n'Runs, nee, das wäre auch schon wieder so eine Sache, wo man dann mal überlegen könnte, ob ich das einfach vorspule, dann nachher fürs Video, wie ich hier elendig versuche hochzukommen. Mann, Uhr 28 nachts. Ich raste aus. Kann auch nicht sein, dass das so schwer ist. Ich hab's jetzt ein Gefühl.
Dieses Mal wird's was. Oh, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Ich hab sogar gerade noch gesagt, dass es jetzt was wird. So, da drüben war ja nichts mehr. Die Truhe hatten wir, ne? Ja. Dann guck ich mal hier rein. Okay, da ist noch eine Leiter. Da geht's auch gar nicht lang. Gott, was ist das denn hier? Kanalisation von Thoras. Okay. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo uns das jetzt hingebracht hat. Die Festung? Die Festung? Wollen wir jetzt so in die Festung gehen? Eigentlich würde ich lieber über den normalen Weg in die... Wir gehen mal erstmal über den normalen Weg in die Festung. Vorher machen wir jetzt erstmal noch das Rennen. Mit diesen Schuhen nochmal. Mit den Zauberschuhen vom Schuster. Oh Gott, hab seinen Namen vergessen. Und Sohn. Das Rennen machen wir jetzt nochmal. Jetzt, wo wir das Geld haben. Und dann würde ich aber wirklich einfach erstmal lieber über den normalen Eingang in die Festung gehen. Ja, und dann... Oh nö. Jetzt habe ich sie aktiviert. Jetzt sind sie böse. Ich will einfach nur wieder raus, danke. Ohne Fledermausangriff, bitte, danke. Gut. Ja, dann dann geht's jetzt zum Schuster. Mal gucken, ist hier direkt nicht auch der Schlosshof? Die ist noch neu, oder? Weg von mir. Ihr Ritter seid nur gut zum Krieg führen. Oh. Ich habe eben Granslag besucht, den neuen Wächter des Königs. Er ist furchterregend. Wegen Leuten wie euch hat man Wächter wie ihn geschaffen. Aber mir macht er keine Angst. Der ist wahrscheinlich ein großer Schwächling, wie alle Krieger. Granslag hat gewiss einen schwachen Punkt und bestimmt ist es das Herz. Okay. Alles gut, von der halte ich mich am besten fern. Oh, ist das süß. Kann ich streicheln oder so? Interagieren? Geht nicht, ne? Ah, das wäre auch zu schön. Okay, jetzt bin ich hier gerade irgendwie wieder ein bisschen falsch gelaufen. Da kann man dann irgendwie raus noch. Den hatten wir ja, oder? Nee. Oh, ein fremder Ritter. Ihr solltet hier verschwinden. Krieg liegt in der Luft und ich mag das nicht. Hm. Das Kloster wird definitiv irgendetwas unternehmen. Ich habe Granslack gesehen, den neuen Wächter des Königs. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Obwohl, angesichts seiner Größe fällt er wahrscheinlich um, wenn man sich an ihn ranmacht. Ach, schön. Ich habe mich jetzt aber offiziell wirklich verlaufen. Das erinnert mich ein bisschen an... Oh, ich weiß nicht, ob die Serie fällt mir gerade nicht ein. Die Königliche Festung ist ein Werk Bulldogs. Bulldogs. Ich weiß gar nicht mehr, wie die den jetzt genannt haben. Ja, eine Warnung für alle Feinde. An so eine Serie auf jeden Fall mit einem Anime auf Netflix mit Vampiren und... ja, hauptsächlich es ging um Vampire. Und die Stadt da, die erinnert mich auf jeden Fall irgendwie daran, so vom Aufbau her. Oder verwechsel ich. Ach, ist auch egal. Ich schweife völlig ab. Der Schuster. Hier und dann links irgendwo. Ja. Hallo. Willkommen ja, in Tor. Muss ich jetzt mir ich nicht nochmal anhören. Dies sind die Regeln. Dies Ach so, sind nein. die Regeln. Ach, dies sind die Regeln. Nicht wiederholen. Genau. Danke. Jetzt sind wir natürlich fast pleite. Also dann, Ritter. Auf aber die Plätze. Fertig. Los. Ich lasse ja nicht irgendwie so eine Gelegenheit zu einem schönen Rennen aus.
Ist aber wirklich schön. Also, wie ich ja gesagt habe, das ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Also, so ziemlich das erste Spiel, was ich irgendwie gespielt habe. Und da war ich wirklich noch jung. Aber ich erinnere mich noch. Also, auch an dieses Rennen, diese Fackel, diesen Fackellauf, nenne ich es mal. Ich erinnere mich. Also. Wo geht's nach da? Ich erinnere mich da wirklich dran. Zumindest so bruchstückhaft halt an diese so Bilder, mit, dass ich halt langgelaufen bin mit Fackeln und das, auch diese hyperschnellen Schuhe. Da erinnere ich mich wirklich noch dran. Und neue Bestzeit wahrscheinlich. Schön. Schuhmacher, ja. Selbe Belohnung wie eben. Tja, lass dir Zeit. Gut gemacht, danke. Ich hoffe, ihr mögt das Geschenk von Jay. Okay. Okay, oh, okay. Nee, aber. Wie gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal laufen. So, das haben wir. Ich habe genug. Mit der haben wir geredet. Die Bienennester. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo hier noch. Also, ich habe jetzt zumindest keine mehr gesehen beim Rumlaufen hier, aber gut. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Gott, die sind aber auch wirklich teilweise versteckt, also. Da muss man schon genau hingucken. Ist hier die Taverne? Da sollten wir doch rein. Hat doch zumindest der irgendeiner mal zu uns gesagt, als wir hier neu waren. Aha, ein fremder Ritter in Torras. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Bonin, bring mir einen Schoppen. Heute wird gefeiert. Und für mich auch. Wisst ihr, Ritter? Die Festung der Stadt wird zurzeit keine Fremden dulden. Wenn ihr dorthin geht, müsst ihr entweder sehr mutig oder sehr verrückt sein. Ich bin beides. Gut, dass ihr nicht die Tracht der Klosterritter tragt. Alle Festungswachen werden hinter euch her, wenn das der Fall wäre. Diese Verrückten aus dem Kloster. Sie wollen Torras und die Festung angreifen, um die Macht an sich zu reißen. Die sind genauso dumm wie die Wachen des Königs. Moment, du könntest ein verkleideter Spion aus dem Kloster sein. Was? Bonin, schnell ruf die Wachen! Nein. Wachen! Nein. Das genügt. Ach, danke. Wenn ihr nicht still seid, gibt's nichts mehr zu trinken, verstanden? Für mich ist er ein Gast wie jeder andere. Danke. Kommt näher, schöner Ritter. Vergesst diese Hohlköpfe. Endlich mal eine Vernünftige hier. So, erstmal mit denen reden. Ha, wir sind ganz schön in der Patsche. Taskan, der erste kassiert die Symbole der Macht. Juwelen, Rüstung, Harnische. Er will seine Festung damit schmücken, um seine Vorherrschaft zur Schau zu stellen. Außerhalb der Stadt beansprucht das Kloster den Thron. Das Kloster? Der König? Alles das Gleiche. Zwei bewaffnete Tölpel. Bald werden wir einen Krieg am Hals haben. Nicht, wenn ich ihn verhindern kann. So, mein Freund. Hört nicht auf das, was dieser Dummkopf sagt. Taskan der Erste hat Torras gegründet und wir schulden ihm eine Menge. Die Wirtschaft ist gesund und seit der König eine Armee aufgestellt hat, sind der Händler und der Schmied reich geworden. Das Kloster ist dagegen nur ein Witz. Sie rekrutieren große Mönche, um sich zu verteidigen. Absolut lächerlich. Mit Wachen wie Granslack werden wir sie zermalmen, sogar wenn er von Zeit zu Zeit ins Wanken gerät. Okay. Ja, ich meine, gut, ist logisch, dass es hier auch andere Leute mit anderen Ansichten gibt. Es ist schön, mit einem Ritter von außerhalb der Stadt. So müssen wir unsere eigene Meinung bilden dann. Die Ritter von hier sind alle so dumm. Ha, ich bin es leid, in Torras zu wohnen. Wenn ihr vielleicht Gesellschaft braucht, auf einer eurer langen Reisen, nicht? Wie schön. Ach, ich würde sie mitnehmen. Nun, wenn ihr etwas essen möchtet, um eure Kraft wieder zurückzugewinnen, müsst ihr mich mit Plastiks bezahlen. Außerdem steht euch ein Zimmer zur freien Verfügung, in dem ihr schlafen und euch ausruhen könnt. Und da ihr so nett seid, könnt ihr den Raum immer benutzen, wenn ihr möchtet. Trefft eure Wahl. Ach, danke.
Ja, das ist gut, da kann man bestimmt noch speichern. Das wäre nämlich mal wieder nötig, sonst müsste ich wieder alles wiederholen, wenn ich sterbe. Ja, aber Mahlzeit für 60. Nee, danke, das brauche ich erstmal nicht. Ich möchte nichts. Gut. Kann man damit irgendwie interagieren? Nee, ist ja gerade irgendwie, keine Ahnung, hab mich gerade irgendwie so. Dachte, da könnte man was machen. Ach, diese wunderschönen Kameraansichten, das ist herrlich. Meine Katze. Aber das scheint nicht mein Zimmer zu sein. Also hier kann ich ja zumindest nichts machen. Aha, wer sagt's denn? Let's play. Ja, bitte speichern. Danke. Gut. Boah, und sonst ist hier aber nichts. Ich weiß immer nicht, ich würde jetzt sehr gerne eigentlich diese Fässer zum Explodieren bringen. Ist halt aber in der Taverne. Ich weiß nicht, wie gut das ankommt bei den Leuten, aber die scheinen ja kein Problem damit zu haben. Okay, gut. Dann haben wir uns noch ein paar Plastiks verdient. So, mit der haben wir gesprochen. Dann geht's hier jetzt nochmal weiter. Da ist ein Bienennest. Oh, Willi? Oder nee, Willi war ja draußen. Oh nein, noch ein Ritter. Wir sind doch überall. Du bist nicht sehr originell. Hm, wenn du wüsstest. Wenn ich groß bin, werde ich ein gefährlicher Alchemisch Zauberer. Ich werde ein großes Labor haben. Ja, also ich meine, spricht nichts gegen. Träume zu haben ist ja gut. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Das habe ich ja eben schon mal irgendwie so angelächelt, dieser Weg, aber ich sehe jetzt hier irgendwie nicht so die Möglichkeit, irgendwie groß was zu machen. Naja, gut. Da war jetzt halt noch ein Bienennest. Ich habe aber keine Bolzen mehr, keine Pfeile. Deshalb, ja, lasse ich das jetzt erstmal und hoffe einfach, dass ich irgendwann mal wieder dahin zurückkommen werde. Ihr solltet verschwinden. Den hatten wir eben. Sorry, ich wollte hier nur mal gucken. Ne, der hat aber auch nichts. Aber wie geht's denn ins Schloss? Ach, oder ist das... Also wir müssen, glaube ich, über den Tunnel ins Schloss. Ich glaube, das ist... ja, ich glaube, das ist das der Weg. Weil das die Zugbrücke hier einfach zu ist. Das Tor. Gut. Dann wollte ich noch... Ach, 35 haben wir. Dann kaufe ich mir nämlich nochmal Bolzen. Ich will diese... Die Bienenwarm schon immer mitnehmen, wenn es geht. Von daher gebe ich das Geld dafür mal aus. Ich würde auch eigentlich ganz gerne Sachen beim Händler verkaufen. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Die Truhe hatten wir. Das war auch das Einzige. Also die Truhe war gut. Da hat sich schon gelohnt, dass wir nochmal alles wiederholen mussten, sozusagen. Sonst hätten wir die gar nicht gefunden. Zu schwer. Ja. Holzen, danke. So, und wieder zurück. Ah, hier lang, glaube ich. Ja. So, dann würde ich aber sagen, mit dieser Folge war es das dann auch wieder. Die Zeit vergeht, für mich zumindest, schon schnell. Ich weiß ja nicht, wie es beim Zuschauen so ist. Ich hoffe natürlich, dass die Zeit auch schnell vergeht. Das heißt ja, es macht einem irgendwie Spaß. Ja, ich gehe dann jetzt hier wieder zum Speichern hoch. Also, in der nächsten Folge gehen wir dann wieder in den Brunnen und dann über die Kanalisation ins Schloss. Vom König Taskan, dem Ersten. Und dann gucken wir mal so, was uns da erwartet. 40 Minuten Spielzeit schon. Puh, nicht schlecht.
ja, wie immer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.